Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Rolle spielen würde. Insofern war das eine Überraschung für mich. Und ich bin da relativ naiv dran gegangen, im Sinne von, ja, ich mache das schon. Ich werde das schon spielen. Ich atme die Luft in einem englischen Gefängnis. Ich bin nicht dieses Reiches Bürgerin. Ich bin eine freie Königin des Auslands. Und? Ich wusste, es ist eine Herausforderung, weil die Rolle so viele Mythen birgt. Aber ich habe mich von dem irgendwie befreit. Mein Verderben habe ich mir erfleht. Und mir zum Fluche wird mein Flehen erhört. Die größte Herausforderung würde ich beschreiben insofern, als dass sie sehr oft ja als Opfer gesehen wird, das frei von Opferhaltungen zu machen. Diese ganzen angestauten Emotionen und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit und von Gewalt, der sie ausgesetzt war, erstmal sozusagen runterzudrücken und zu versuchen, einen Dialog zu führen. Es geht hier um mein Leben. Und wie kann ich das noch retten? Sagt mir, Marina, ihr seid frei. Meine Macht habt ihr gefühlt. Jetzt lernt meinen Edelmut verehren. Sagt, und ich will mein Leben, meine Freiheit als ein Geschenk aus eurer Hand empfangen. Wie habe ich mich vorbereitet auf Maria Stuart? Also ganz klassisch, indem ich mich in die Situation hineinversetzt habe, wie muss ich das anfühlen, wenn man so lange eingesperrt ist und so lange keine Möglichkeit hat, frei zu entscheiden. Da musste ich eigentlich gar nicht so weit suchen, denn ich kenne Situationen auch, wo ich große Ohnmacht gefühlt habe und die dann in diese Rolle mit einbringen konnte. Und das war gar nicht so weit weg von mir. Insofern war es, wenn ich das so sagen darf, eigentlich relativ leicht. Der Reiz an der Rolle Elisabeth I. ist, dass es schon eine sehr faszinierende Frau gewesen sein muss, die es geschafft hat, über 40 Jahre sich an der Macht zu halten. Auch meine Freiheit, mein höchstes Gut, soll ich hingeben für mein Volk. Und aus einem kleinen, ziemlich armen, wirtschaftlich und militärisch relativ heruntergekommenen Land, ein dann doch European Global Player zu machen. Wir werden Mittel finden, was Gnade fordert, was Notwendigkeit uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jetzt tretet an. Sie begegnet Maria Stuart im Stück durchaus mit einer Neugier, mit einem Neid und ich glaube auch mit einer Angst. Beide wünschen sich wirklich am Schluss dieses Gespräches nicht in einer Situation zu sein, wo eine von ihnen zum Handeln gezwungen ist, nämlich Elisabeth. Wenn ihr zu Recht, so lebt ihr vor mir im Staube jetzt, denn ich bin euer König! Was bleibt durch die Beschäftigung mit dem Stück? Es bleibt die Frage, wie verhalten sich Frauen an der Macht? Sind sie immer noch mit den gleichen Problemen konfrontiert? Ich persönlich glaube, zu einem großen Teil ja. Und es bleibt die Frage, ist vielleicht nicht manchmal eine größere Kommunikation nötig zwischen Menschen, die Chef sind, und Menschen, die ihnen zuarbeiten? Und das ist etwas, was ich glaube, ich in meinem Hirn verstauen möchte und in manchen Situationen dann wieder auspacken und sagen, ah, okay, deshalb habe ich vielleicht so reagiert, deshalb hat vielleicht mein Gegenüber so reagiert. Ich glaube, das kann helfen. Es gibt einiges, was ich mitnehme, sowohl aus der Arbeit als auch durch die Figurenfindung. Das sind teilweise mehr Fragen als Antworten. Also eben, gibt es den freien Willen wirklich? Und was heißt Wahrheit? Da habe ich zumindest festgestellt, dass es auch im alltäglichen Leben so wichtig ist, immer wieder zu sagen, ja, okay, versuch in den Schuhen des anderen zu gehen und versuch im besten Falle deine Feinde lieben zu lernen.